Ja, ein Weg der betrieblichen Alterung, eine Möglichkeit der BAV, die nach meiner Meinung nach wesentlich cleverer, wesentlich interessanter, betriebswirtschaftlich wesentlich wertvoller und vor allem mit Wertschöpfungspotenzial im Unternehmen ist, sind innenfinanzierte Wege, wie allen voran die pauschaludierte Unterstützungskasse als bilanzneutraler Weg. Eine sehr gute Möglichkeit, ein Kollektiv zu versorgen, eine sehr gute Möglichkeit, Entgeltumwandlung zu betreiben. Das Geld bleibt im Unternehmen, es steht zu einem Zins zur Verfügung, der in der Größenordnung 2,25 oder 2,5% liegt. Langfristig steht die Liquidität dem Unternehmen zur Verfügung. Der Mitarbeiter bekommt es erst nach 20, 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt er ist. Es steht besonders zinsgünstig zur Verfügung, 2,5%. Und es steht absolut sicherheitenfrei zur Verfügung. Das gibt natürlich betriebswirtschaftliche Möglichkeiten zur Erreichung von Bankenunabhängigkeit, zur Erreichung von Innenfinanzierung, aber vor allem auch zur Mitarbeiterbindung, denn die Effizienz ist deutlich höher, wenn wir 100% vom umgewandelten Kapital verzinsen und nicht wie der Versicherung deutlich weniger, weil natürlich ein Großteil Kosten, Vertriebsprovisionen, Gebühren, Gewinne und so weiter sind, dann kommt zum Schluss einfach deutlich mehr heraus. Das führt zur Mitarbeiterbindung. Und wenn ich in der Lage bin, noch einen Zuschuss oben drauf zu geben, der mir als Unternehmer keine Liquidität kostet, der sich vielleicht auch Steuervorteilen aus Fluktuation selbst verzinst oder selbst finanziert, dann ist auch das eine Möglichkeit, hier Mitarbeiterbindung zu betreiben.